So Leute, weiter geht's mit einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir stehen nicht gerade umsonst so komisch rum. Ja, ich habe heute einen Gast dabei. Ihr könnt ihn nicht hören, aber ich schon. Sag mal hallo. Ja gut, ich wollte nur kurz checken, ob es auch funktioniert. Jo. Hast du den gerade umgebracht? Das ist doch nur ein Informant, ein Kleiner. Der hat dir doch nichts getan. So, wir haben uns endlich fertig gemacht zum Dingens, zum, ja, Gruppenmission machen. Und die erste ist sofort in Coruscant, da stehe ich jetzt auch. Genau, damit wir nicht die gleichen Gefährten haben, hole ich mir mal T7 raus. Und ich muss mal... Doch, T7 ist nice. Das ist super, mehr Tank. Ja, ich kann auch Kira rausholen. Okay. Ja, das klingt für euch jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt immer so mit irgendjemandem rede, den ich nicht höre. Aber es ist besser, als wenn ich jetzt mit ihm chatten würde. Und ich habe es nur so gemacht, seit meinem letzten Gast musste ich erstmal sowieso beweisen, ob diese besagte Person im Let's Play reinpasst. Und du hast ja jetzt gerade keinen ruhigen Moment, oder? Du kannst ja jetzt nicht alleine irgendwie... Genau, er kann auch nicht alleine irgendwo eben sitzen und reden. Dann könnte zwischendurch noch Störungen reinkommen. Das passt natürlich nicht, hör auf zu tanzen. So, jetzt können wir nochmal reingehen. Müsste ja klappen mit den Gruppen, oder? Bist du da? Ja, da bist du. Perfekt. So, natürlich, jetzt sind die sind jetzt nicht mehr so heftig. Weil wegen... Wir sind schon 19 und 20, das geht. Aber, ja, mal einfach rennen, wa? So, das... Ich frage mich selber, ich gucke mich gerne hinterher nochmal an und frage mich dann, wie das wohl aussieht, wenn man da dann zu zweit irgendwie redet, aber ihr mir nur mich hört. Das ist ja... Das klingt ja auch ziemlich verwirrend dann selber. Aber, scheiße, ich hab... ich hab's noch. Ich hab noch schnell einen Midi-Trank geschlürft. Ich glaube, ich sollte... wir sollten das so abmachen, dass du dann auch sofort erst reinspringst als Tank. Ich hau dann hinterher rein. Dafür mach ich doppelt so viel Damage wie du. Ja. So, wo ist denn mein Dach? Kurz heilen. Gut, das klingt jetzt, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich muss ja so mit euch reden, als ob ich alleine wäre, aber gleichzeitig noch mit The Game LP reden. Das. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander. Scheiße. Ist das eine Mission? Ja, ist eine Bonusmission, die 30 Teile. Just die Karre zu killen, das können wir auch mal machen. Ja. So, wir werden alle Missionen, die wir auch eben so hinkriegen, abgestimmt. Denke ich mal. Das geht dann auch in. Das dauert halt, geht halt eigentlich in einer Folge, das ist klar, aber das werden wir mal sehen. Ich will auch nicht die ganze Session damit sitzen. Wir spielen dann. Weiß ich, oh, geil. Ich nehme den einen, du den anderen. Oh, ein Blaster. Warte mal, was hat denn. Ich bin schon wieder voll. Kann ich Kira hin zum Schrott. Kaufen, losschicken? Warte mal kurz. Das ist das Problem, wenn man jetzt. Gemüllt. So, zack. Ich habe noch eine schwere Hose. Willst du die haben? Die ist lila. Wie gebe ich dir die denn jetzt am ehesten? Handeln. Ah, kann man aber nennen. Kann ich dir die zugeben? Hier so. Hier, warte. Bleib mal stehen. Nee. Ah. Na gut. Ist das... Wo wiegt das Lichtschwert her? Was ist mit der Hose?
Scheiß drauf, die schmeiß ich weg. Nee, nicht die Hose, die behalte ich natürlich, aber das war eine andere Hose. So ein komisches Zeug, das ich von irgendeinem kaputten Roboter ausgenommen habe. Eine Flinte ist das. Na, die hat nicht mal einen Farbstein, die kann weg. Ah, mein Pferd ist zurück. Ich mach mal ein bisschen Feuerwerk. Yay, das sieht ja eklig aus. Du sitzt da, ich mach ein Feuerwerk. So. Ja, schön. Ich hab noch wie viel? 22. 22. Gut, dann machen wir mal weiter, machen wir. Ist das als Tank nicht so, auch um so leichter am ganz normalen durchspielen oder fehlt dir der Damage, um dann wirklich alles zu schaffen? Ja, er sagt es leicht und wenig Damage hast du dann hier unten. Ach, er rennt einfach weg. Ein Arschloch, ey. So. Aber es geht, es geht. Oh, Autoloot oder was? Ach, ich kann ja die ganzen Roboter ausnehmen. Das mache ich mal eben schnell. Weil ich wollte ja für Taris noch skillen. Die Fähigkeit steht. Ach so, 50, das sehe ich da. Das habe ich. Oh Mann, ey. Gibt's ja nicht. Egal. So, die da hinten müssen wir eigentlich gar nicht machen, oder? Aber die brauchen wir für die Bonusmission, also. Scheiße. Okay, heil dich. Dann mache ich das mal auch für diese paar Leben da. Okay, attack. Ja. Ja. Zack. Ich lass gleich irgendwann am Ende, wenn wir damit fertig sind, auch mal ein kleines Duell machen. Ich will mal gucken, ob ein Tank besser ist als ein Wächter. Jetzt auch im großen Mix davon. Das würde mich mal interessieren. Oh, es lags gerade ein bisschen. Auch nicht, wie läuft bestimmt mit den ganzen Aufnahmezeugs und so. Die haben richtig, die haben schön was an Geld, die ganzen Mobster. Das ist nice. Ja, noch keinen gefunden. Oh ja, das ist auch richtig nice. Deswegen habe ich es als LP auch ausgesucht. Er hat gesagt, ich mache viel mehr Damage. Ich muss mir auch sagen, dass ich das immer nachsagen muss. Das ist auch wie. Oh, okay, aufpassen. Ich darf nicht angegriffen werden. Sonst krieg ich die Aggro. Ja. Na, das packst du. Ja. Tot? Alle tot. Was haben wir hier? Schon wieder so eine komische Flinte. Ich nehme das Geld. Zack. Patrone kannst du ruhig haben. Brauche ich nicht. Lag. Ja, komm ey. Muss ich das Ding erstmal wieder aufbauen. Sort kurz. Ja, Moment. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, Moonwalk. Ich laufe auch, aber jetzt nicht gerade flüssig. Moment. Ja, es geht. Es geht. Nicht. Ah! Scheiße. Ah, das baut sich langsam auf.
Ja, ich kämpfe auch, aber ich sehe es halt immer nur so ruckelig. Was ist das? Okay, hier kriegst du. Wo müssen wir denn jetzt? Ja, da. Genau. Greifst du den Roboter an? Ich warte. Ja, wenn man zu viert auf den einen draufkloppt, geht das natürlich schnell. So. Hielt ich mal eben. Oh, und ich muss mit den Legs kämpfen. Das ist richtig bitter. Müssen wir hoch? Pass auf, das ist mir schon ein paar Mal. Nee, ich bin runtergefallen, aber zermatscht? Nee. Gut, machst du das kaputt? Oder was machen wir? Achso, gut. Muss ich auch noch drauf drücken? Nee, das können wir so machen. Ja, und hoch. Oh oh. Da kommt da jetzt bestimmt was, oder? Da ist der Boss. Taloterex. Nee, doch, Terex. Ja. Einfach direkt auf Talo, was? Na gut, dann machen wir die Kleinen weg. Okay. Das ist gut zu wissen. Die haben aber auch nicht viel Überlebensfähigkeit. Und dann geht's. So, ihr könnt schön die Lebensanzeige beobachten. Ich muss einfach nur wieder auf meine Skill-Abfolge achten. Ich habe schon beinahe eine feste Skill-Abfolge, die ich einhalten muss, um wirklich den Level zu machen. Oh, Scheiße! Mein Midi-Pick ist ja in der Skill-Abfolge, das sollte ich mal ändern. Ach, er ist abgehauen! Er rennt hinterher. Bei mir laggt's. Ja, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Den Rest hin, schaff ich alleine. Oh, wie viel da? Komm, der hat so wenig Leben, wenn ich das nicht packe, das ist ja peinlich. Ja, habe ich schon gemacht. Dauert ja kurz. Was will ich haben? Cool. Das ist. Oh, ein bisschen Rüstung, aber richtig wenig Stärke. Na gut, kann ich. Das war blau. Ich dachte, das bringt so viel. So, mach mal aus. Ja, haben wir es jetzt geschafft? Whoopie! Ja, überlebe ich. Du kannst auch runterspringen, du hast. Wieso das denn? Ach ja. Hallo? Überleg mal wieder! Noch nicht bereit. Ich drücke die ganze Zeit Rechtsklick, aber ich bin nicht bereit. Muss ich, dauert das? Ach ja, das. Ach so. Na gut. Toll.
Hätte ich die. Chris, wenn ich dich wiederbelebe, bleibst du nur einfach hier und musst nicht dahin, aber die Rüstung, die trotzdem down, oder?